Auf der Baustelle geht der Innenausbau gut voran. Der Trockenbau im Erdgeschoss ist bis auf ein paar Kleinigkeiten abgeschlossen. Die Akustikdecken im Erd- und Obergeschoss sind montiert. Die Rolltore für die Aktenvernichtung und die Warenannahme wurden montiert. Gerade läuft die Fertiginstallation der Elektrik. Die Personen- und Lastenaufzüge sind eingebaut, dürfen aber erst in Betrieb genommen werden, wenn auch die Treppenhäuser fertig sind und damit auch die Fluchtwege nutzbar.